Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Mit dabei heute, ich gehe mal von oben nach unten, Carter. Jo. Dann ist der Charlie da. Moin moin. Der Frevel ist da. Moin moin. Robert ist auch da, kann aber nicht sprechen, der kann aber gleich im Chat Hallo schreiben. Dann ist Waldmeister da. Moin. Und auch lang nicht mal gesehen, Trix ist auch da. Hallo, servus. Sehr schön. Ja, freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen, sind ein bisschen hin und her switchen. Wir müssen hier die Saat ausfahren und häckseln und in der Gegend rumstehen, Zeit vorspulen. Ja. Und wer hat Schuld, wie immer? Ja, da vorne fahre ich schon auf ihn zu. Ja, Waldmeister, danke. Ja. Also weil du den Server nicht online kriegst. Ja, das stimmt. Ja, wir sind gerade dabei, unseren schönen Community-Server umzuziehen. Und, tja, leider ist der gute Link-Kai, der ja auch schon mal in einigen Aufnahmen mit dabei war. Wo war der? Bei Eurotrucks war er mit dabei. Der hat es leider Gottes nicht gebacken bekommen, den Server zum Starten zu kriegen. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es nur irgendeine Einstellung auf dem Server. Naja, deswegen sitzen wir jetzt hier und Waldmeister ist so nett und sponsert uns das Safe Game lokal. Ja, danke, Waldmeister. Danke. Ja. Ja, danke. Wir würden gerne niederknien, aber das würde anfangen zu ruckeln dann. Ja, und vor allem stoße ich dann meinen Kopf am Tisch, ist auch blöd. Das wollen wir doch nicht. Ja. Siehst du. Du bist so gut zu uns. Wir werden letztes Jahr auch. Wieder gehen. Wir hatten ja letztes Mal auch irgendwie schon Frevel wieder mit dabei gehabt, fällt mir gerade auf. Irgendwie komisch, gell? Ja, ja. Nee, komisch ist nicht. Ich freue mich aber, wenn du da bist. Yeah. Ich freue mich, wenn alle da sind, also. Oh. Oh, scheiße, guck mal jetzt. Von lauter Freude fahre ich jetzt schon von links nach rechts hier. Ja. Naja, jedenfalls, wir sind immer noch auf Two Rivers. Was ich auch ganz schön finde, wobei Carter hat schon was zu meckern gehabt, ne? Mit dem Fendt oder so, ne? Den einen Trecker, den wir haben, ne? Furchtbar. Ja. Du hast gesagt, die Texturen sehen scheiße aus, ne? Ein optisches Verbrechen. Guckt euch doch die Reifen an, das ist. Die werden ihn bei Gelegenheit überarbeiten. Wer, wir? Oder ich werde dazu sehen, dass ich einen besseren Bike kriege. gleich diese Panik. Wer, wir? Modden? Gibt's nein! So schöne Mods. Naja, eigentlich gar nicht mal modden, so, aber generell dieses Wort Arbeit, so, weißt du? Überarbeiten. Ja, oh, furchtbar. Schlimm. Ja. Geht gar nicht. Oh, hört auf, mir ist schlecht. Ja. Du musst mir erst krank schreiben lassen. Ja. Ich krieg Panik. Oh. Ja. Ja, es gibt da schon. Kann mir eventuell wer zum Abfahren kommen? Ja, kann man. Wer ist denn gerade noch frei und kann jetzt abfahren? Ich bin frei. Ah, sehr gut, Trix. Oder so. Ja. Wo ist denn noch ein Traktor? Nimm doch den Fendt. Warte mal, fährt er mit? Ach nee, warte mal. Frevel fährt mit dem Fendt. Den großen Fendt fahre ich. Ich fahre gerade mit dem ab, sonst. Mach dich doch raus erstmal. So. Und nachdem das beim Bahnhof fährt, kann ich ihn abladen gehen. Wer zum Bahnhof fährt? Er also, ich bin jetzt gerade beim Bahnhof. Okay. Lade kurz ab. Ja. Und kann ihn schnell nach abladen kommen. Also ja, perfekt. Drescher. Ja, perfekt. Ja, dann muss Trix jetzt im Case warten, im Axial Flow. Damit er gleich dreschen können. So. Waldmeister, du weißt schon, dass du gerade eine Spur fährst, die schon gesät ist, ne? Ja, aber da war noch eine Lücke. Achso. Ich sag ja immer Mut zur Lücke. Das ist halt natürliches Feldwachstum, ne? Oh. Shit. Natürliches Feldwachstum, das Feld wächst schneller als gesät wird. Ja. Das stimmt. Warum siehst du hier unten eigentlich nicht weiter? Nein. Hä? Nee, ich hab mich nur gefragt, warum du hier unten nicht weiter siehst. Gibt das eigentlich gutes Geld, so ein Trailer? So ein Trailer? Was für ein Trailer? Ja, voll mit Gas wird gerade abladen. Gibt das gutes Geld? Achso, musst du gleich mal Waldmeister fragen. Waldmeister? Wie hat sich das Geld jetzt verdreifacht? Oh. 578 Euro pro Tonne habe ich vorhin gesehen. Also ist schon ganz okay, ja.
Ich habe jetzt zwei Trailer abgeladen. 5, irgendwas Euro pro Tonne. 578 stand da. Warte mal. Ja. Ja, weil irgendwie haben wir gerade mega Geld reinbekommen. Durch irgendwas 100 Euro auf jeden Fall. Aber nicht durch das Gerste. Das sind nämlich nur 27.000. Einnahmen, Ernte, 27.000. Durch irgendwas haben wir eben 100 Euro bekommen. 100 Euro? Ey, jetzt war fett. 100.000. Was? Ja, 100.000? Wodurch sagen, haben wir 100.000 bekommen? Wer hat was verkauft? Ja, echt, wer hat was verkauft? Der Fendt ist weg. Hey, wir sind reich, juhu. Wo ist mein Fendt? Kauft Kilmer. Nee, den würde ich auch nicht mehr. Der Schrottwert. Ja, den würde ich nicht mal geschenkt nehmen, glaube ich. Also zumindest den Mod nicht. Ja. So, und wer ist schuld? Wer ist wieder schuld an dem Fendt? Shadow Ghost. Der wollte ihn damals unbedingt haben. Ja. Guys. Ja, okay, gut gerettet. Ja, kleine Kinder, was willst du machen? So, ja. Wo muss ich denn abladen gehen? Bei euch oben bei 19? Oder? Nee, Feld. Bei Feld 12. Oder abladen? Du meinst. Abfahren. Abfahren, ja. Das erstmal Feld 12. 12. Ja, da steht oben. Robert steht da unten. Scheiße. Jetzt bin ich extra hochgefahren. Wie jetzt? Er hat doch den Häcksler. Da ist doch ein Anhänger dran. Warte mal ganz kurz. Ja. Was häckselt der? Mais. Soll er doch mit. Warum fährt er nicht mit dem Anhänger zur BGA? Eigentlich eine gute Frage. Ja, aber da muss ich immer hin und her fahren. kurze Frage. Was machst du auf dem Feld? Mais. Also jetzt von dem einen Feldende zu dem anderen Feldende. Ist das nicht. Aber du kannst, Robert, du kannst doch den Anhänger hinten dranhängen und dann einfach reinfallen lassen, das ganze Zeug. Macht er ja, aber er muss ja den vollen Anhänger hin und her fahren. Ach so, ja, das ist natürlich, ja. Das Ding ist auch nicht gerade schnell. Ja, das stimmt. Ja, ich kann ihn ja abfahren. Ja, das ist eine gute Maßnahme. Ja, und du hast ja vor allem in deinem Anhänger passt ja auch ordentlich was drin. In dem kleinen Anhänger da von der da hinter dem Häcksler ist, da passt ja kaum mal drin. Ey, da fährst du ein paar Meter und schon ist er wieder voll. Da bist du ja wirklich, da hat er recht, da bist du nur am Hin- und Herfahren, ey. Ja. Herr Waldmeister? Ja? Wir hatten auf dem Feld jetzt aber hier auf Feld, wo ich jetzt hier gerade am Sehen bin, hatten wir jetzt aber Weizen gesagt, ne? Erste. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Da wächst bestimmt Gerste drauf, glaube ich. Wenn ich es genmanipulierte Gerste, die aussieht wie Weizen. Richtig, genau. Mhm. Oh, jetzt zeigt verschiedene Sachen. Ja, dann wird es wenigstens ein zweifarbiges Feld. Nein, ich habe da schon Gerste gesehen. Das ist auch das Ding, die Fruchtsymbole, ja. Da steht doch bei mir auch drin, Saatgut, Gerste, 82%. Ihr müsst doch mal lesen auf der rechten, linken Seite, was da steht, Jungs, ne? Ja. Florian, ist aber nicht die rechte Seite, das ist die linke Seite. Saatgut Wasser, weißt du? Saatgut Wasser wundert mich auch gerade. Ja, das ist diese komische lila Pflanze, die du untergrubberst. Ach so. Ja, wenn du die gesehen hast, hast du halt so eine komische lila Pflanze. Okay. Ja, der Gründung halt. Ja, wer ist da hinter mir? Ich. Ich bin doch schon fertig mit auf dem Feld. Nee, hinten auf dem Feld ist nämlich noch eine große Lücke. Oh. Und ich konnte nicht mehr weitersehen, weil mein Ding leer war. Ach so. Ja, okay. Wie wird der Name von diesen Gründungen eigentlich ausgesprochen? Ich breche mir da jedes Mal die Zunge. Gründung? Ja, da diese Pflanze. Die da als Wasser. Gründung. Na. Luzerne? Genau, also wird doch Luzerne, okay. Luzerne. Ich dachte, ich bin nur zu blöd. Wer nennt denn eine Pflanze Luzerne? Was ist das denn für ein Quatsch? Luzerne aus der Schweiz, juhu. Stimmt. Da gibt's auch, bei euch gibt es auch einen Kanton, das heißt, ne? Luzerne ist auch eine Stadt. Ach, Luzerne, ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum ich da so ein Problem mit hatte.
Weil das die Schweizer Weil, Kuh, ja, ne? Nein, weil sich das so falsch angehört hat. Ach so. Weil ist halt keine Pflanze, ist halt eine Stadt. Luzern, so, ja. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir, jetzt tut jemand ein Feld ernten, Feld 18, und es ist noch nicht mal gedüngt. Okay, egal. Das stimmt. Ja, komm, egal, ey. Ich hab so drauf gewartet, dass ich endlich was machen kann. Ja, Karte war voller Tatendrang. Ja, wenn der Dedicated Server steht, dann kann man ein bisschen mehr vorbereiten auch nochmal. Das war jetzt ja. Ruckelt es ja auch nicht so. Ja. Ja, bei mir ruckelt's. Danke. Bei mir ruckelt's eigentlich. Oh, warte mal. Oh, jetzt ruft ah, unser Server mit. Zucken drinne beim Fahren. Oh, das ist gut. Ja. Na, Kai? Na, du bist mitten in die Aufnahme reingeplatzt. Ja, ich hab dich angerufen, weil der Server nicht läuft. Ja. Was ist denn welches Silo? Ja. Ja, da wo schon Mais drin ist. Nee, kein. Nein, alles gut, kein Ding. Wir spielen jetzt auf Waldmeister-Server, der leckt ein bisschen. Ja, auch den. Ja, ja, also der Server leckt, nicht hier. Ja, dann hausen wir irgendeins rein. Ja, kein Ding. Na? Bis gleich, ciao. So, siehst du jetzt. Jetzt kann die Community gleich ihren Frust an Kai ablassen. Der kommt jetzt also gleich. Hm? An irgendwas verdienen wir Geld. Jetzt haben wir 203.000. Ja, ich hab wieder eine die BGA? Gebracht. Ich hab wieder eine Ladung hingebracht. Könnte aber auch die BGA sein, ja. Das sind die Schweine bestimmt. Nein, oder? Die Schweine verdienst du nur Geld, wenn du sie verkaufst. Sonst bringen dir die Schweine gar nichts. Außer Gülle und Mist. So, aber jetzt wollte ich. Aber da verdienst du ja nichts mit. Ich wollte jetzt mal eben kurz gucken. Garage, warte mal. Wir haben doch hier den Agroliner. Da passen doch auch. Ach ne, im Bergmann. Im Bergmann passt das nicht rein. Und wir haben irgendwo noch einen Pottinger Sammelwagen. Da passt es auch nicht rein. Toll, mit was soll ich denn jetzt abfahren überhaupt? Schön. Was denn? Ich möchte oben bei Feld. Bei Feld 19 abfahren. Da haben wir doch die zwei Fortuna noch, oder? Die Fortuna-Hänger? Ja. Die zwei sind bei uns unten. Die großen oder die kleinen? Hatten wir nicht noch kleine? Bei großen. Okay. Nee, die kleinen sind leider aber weg. Aber wenn er gerade neben der BGA häckselt, dann kann er ja jedes schnell selber abladen gehen. Ja, oder? Dann muss ich nicht daneben stehen. Soll jedes oder soll ich noch einen Hänger, soll ich noch einen Hänger kaufen, weil jetzt haben wir noch Geld. Ja, dann kauf mal bringt einen. Ja nix. Wieso? Bringt ja nix. Wieso bringt das nix? Nein, ist ja leer. Also er soll lieber mit dem Häcksler dann immer hin und her fahren. Das bringt's nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit warte. Ja, dann brauchen wir trotzdem noch einen zum Abfahren. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Hänger. Verkauft, wir kosten nicht, kosten doch nicht so die Welt. Nee. Oder auch die beste wir Aufgabe. Wir müssen sparen, wir sind in der Finanzkrise. Soll ich dann zum Shop runterfahren, ja, ne? Ja, was für einen wollt ihr dann haben? Nochmal ein Fortuna oder ein Krampe oder. Je nachdem, was günstiger ist. Ein Fortuna ist eigentlich nichts Schlechtes. Vor allem von der Füllmenge her. Ja, dann kaufen wir mal ein Fortuna. Gut. Wir sollten dann eventuell für die nächste Anschaffung gucken, dass wir da irgendwie nochmal einen Trecker oder sowas hinstellen. Ja, ja, definitiv. Weil Trecker haben wir ein bisschen Mangelware. Ja. Das stimmt. Definitiv. Ja, Fortuna genau. Mit Eigenauflieger oder mit dem Normalstandardauflieger? Ja, mit dem Standardauflieger würde ich sagen. Also was macht denn mehr Sinn? Also eigentlich mit dem Eigenauflieger sieht es besser aus. Ja, ach so stimmt, nee, genau, hol den Eigenauflieger, weil dann können wir den direkt am, an den Traktor ran machen, ne? Würde ich vorschlagen. Gut. Das soll doch weiter abfahren, oder? Ja, aber. Oben würde ich sagen, oder? Oben bei den Mähdreschern, oder? Ja, bei Feld 19, 18, 19 da oben. 18 okay. Wird nicht gedroschen. Ach so. Was denn auf noch anders? Nicht. Noch nicht. Oh, da ist gleich jemand voll mit Weizen. Ups, ja, ich. Wer ist denn da? Wer kommt da her zum Abfahren? Ich fahre jetzt erstmal zum Shop kurz hin.